Ich bin Straßenkünstler, ich liebe meinen Beruf, ich liebe meine Kettensäge, ich liebe es, Leute glücklich zu machen. Und das macht mich glücklich. Wir werden zum Schluss eine Show-Einlage von dir sehen. Eine Kettensäge. Das ist ja ein großer Show-Act. Ist die echt? Die ist echt. Markus, kann ich die mal sehen? Echt. Magst du die sehen? Ja, aber ich möchte meinen Finger nicht hinhalten. Okay, Achtung, und los geht's. Sie wow, eine echte Kettensäge. Und ich habe wirklich gemerkt nach dieser Show, wie gut es mir ging wieder. Und die Leute waren glücklich und die haben gejubelt und die Kettensäge und das Hochrad. Das wirkt. Und das wirkt für meinen Mr. Marcus-Typ. Mhm. Und die Leute lieben es und das füllt mein Herz. Es füllt mein Herz. 3,5 Meter hoch. Ich erinnere mich, als Kind von dem 3-Meter-Brett zu springen. War eine Mutprobe. Hattest du nicht Angst? Tierisch. Bei der Kettensäge auch. Tierisch. Wie mutig von dir. Naja, if you do want to do something, you have to just do it. Just do it. Es kommt von Herzen. Genau. Nicht die 5000 Keulen jonglieren. Und da sehe ich das nicht mehr, dass es vom Herzen kommt. Ja. Da habe ich das Gefühl, die sind so unter Druck und in ihrem Perfektionismus drin. Und was nicht vom Herzen kommt, berührt Menschen weniger und es bleibt nicht hängen. Man muss es probieren. Das finde ich sehr wichtig im Leben. Man muss das Leben leben, man muss es probieren. Weil sonst ist es vorbei und dann, naja, sitzt man einfach da und ist traurig. Woohoo!